Hi und herzlich willkommen zu Part, ich glaube, 22 unserer Erbe-Challenge. Es wird... Nee, 22 schon? Wirklich? Wohl nicht, oder? Das wäre ja voll lang, voll viel. Wartet, ich muss das recherchieren kurz. Ist es schon 22... Nein, 12, Leute, 12. Ich wollte nämlich gerade sagen, willkommen zu Part 12 unserer Erbe-Challenge. Das wäre ein bisschen viel gewesen, ne? Ihr werdet jetzt an der Seite ganz lieb begrüßt von den Zuschauern, die live auf Twitch mit dabei sind. Das stimmt überhaupt gar nicht, Corvus. Das ist unser erster Aufnahmeversuch. Entschuldige mal, bitte. Die letzten Parts waren alle ein bisschen... ja, zäh, sage ich mal, weil wir noch nicht so viel machen konnten. Ne? Unsere Erbin Elektra war ja die ganze Zeit ein Kind. Wir konnten kaum was machen mit ihr als Kind. Jetzt ist sie endlich Preteen bzw. Teenagerin und jetzt können wir auch wirklich coole Sachen mit ihr machen. Und das heißt, ab jetzt beginnst du wirklich die zweite Generation. Ich glaube, dass wir das so machen werden, dass wir die nächste Generation später starten, dass wir praktisch nicht, wenn sie noch Kind ist, schon rein starten, sondern vielleicht, ach, ich weiß es nicht, aber irgendwie hat sich das jetzt so gezogen, obwohl wir ja gar nicht so wirklich viel mit ihr machen konnten. Wir gucken einfach mal. Heute passiert auf jeden Fall viel. Wir werden mit Phoenix nochmal ein bisschen Rakete fliegen. Er wird ein bisschen Geld verdienen, damit er seine Rakete steigen lassen kann. Und Bibi zieht heute bei uns ein. Bibi wird sich mit Elektra sehr gut anfreunden, weil, wie gesagt, Elektra ist unser Hauptsinn. Wir müssen gucken, dass wir den Fokus auf ihr behalten. Und sie wird jetzt an ihrem Marktstand endlich selbstgemachte Sachen verkaufen. Da habe ich so Bock drauf, dass sie endlich da weiterkommt und ja, endlich mal ihre Sachen verkauft. Das Video von gestern, also vom 11., Part 11, kam erst heute Morgen online. Somit gibt es da auch noch kaum Kommentare. Ich werde die Kommentare dann im nächsten Stream erst wieder durchlesen von diesen Parts, also von 11 und 12. Das macht ein bisschen mehr Sinn. Somit können wir jetzt direkt reinstarten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und lasst go, lasst go, lasst go, lasst go. Als Kind passt aber beim nächsten Mal. Ich spiele ja die Challenge, weil ich die Änderung verpasst habe. Schmusekätzchen, und da macht, kann man als Kind schon viel machen? Ja, let's go, Linda! Okay, also, das ist ja unsere wunderschöne Tochter. Sie ist immer noch zu klein. Wait, ich habe doch die Mod aus dem Spiel geholt, oder? Oh, ist die Mod immer noch drin? Ich habe den Ordner gelöscht. Hä? Wir müssen kurz mal meinen Mod-Ordner anschauen. Irgendwie passt es noch nicht. Sie wirkt immer noch so klein. Ah, wait. Wenn man draufklickt, müsste man normalerweise die Möglichkeit haben, die Körpergröße anzupassen. Ich gucke jetzt mal. Habe ich aber nicht. Ich habe die Mod nicht mehr. Das müsste jetzt von der Preteen-Mod kommen, Leute. Aber er ist doch gar kein Preteen mehr. Oh, Rika, was war gestern? Schrumpfen? Ist er denn noch Preteen? Ha. Sieht mir so aus, ne? Aber eigentlich ist er gar kein Preteen mehr, Leute. Er ist doch jetzt schon. Weihnachtsfeier. Ach so. Oh. Tojana, Cache-Dateien. Ich habe die Cache-Dateien nicht geleert. Vielleicht ist es das. Ich starte einmal nochmal kurz das Spiel neu. So, ihr Lieben auf YouTube, es hat geklappt. Ich musste tatsächlich die Local Thumb Cache löschen. Ich hatte die Mod gestern im Spiel. Ich habe sie aus dem Spiel geholt. Und was ihr dann immer noch machen müsst, ich zeige euch das mal ganz kurz, weil... da kann man echt verrückt werden, wenn man das nicht weiß. Also Ace, danke nochmal für den Reminder. Wenn wir Mod-Ordner sind, können wir nochmal eine Datei zurück in die Sims 4. Dann sieht das ja hier so aus. Und dann gibt es eine Datei, die heißt Local Thumb Cache. Und die solltet ihr immer löschen, wenn ihr Mods rein oder rausholt oder CC rein oder rausholt. Weil diese Datei, die Local Thumb Cache, speichert Ablagerungen von Mods und sowas. So kleinere Einstellungen und sowas noch mehr mit ab. Aber wenn ihr die Mod ja rausnimmt, ist es halt nach wie vor dort gespeichert. Deswegen könnt ihr die immer löschen. Local, nur die Local Thumb Cache, nichts anderes aus dem Ordner. Und dann könnt ihr die löschen und dann wird die vom Spiel direkt nach Neustart wieder neu generiert. Aber es hat geklappt. Also meine Sims haben jetzt eine vernünftige Größe. Ophelia ist Preteen. Elektra ist leider kein Preteen, aber wahrscheinlich, weil wir da jetzt so viel rumgestellt haben gestern. Das heißt, sie mache ich jetzt noch zum Preteen und dann passt es nämlich.
Geht es? Sie ist so wunderschön, ey. Mama, hör mal auf, Yoga zu machen, bitte. Ich muss das jetzt mal prüfen mit dir. Oh, sie ist inspiriert. Dann kann sie jetzt backen. Okay, sie ist pretty, meine Lieben. Süße Maus, süße Maus. Sie ist so hübsch, ey. Genau, wir wollten uns heute ein bisschen um sie kümmern und Bibi einziehen lassen. That's the plan. Sie muss inspiriert oder sie soll inspiriert vorbereitete Zutaten nehmen. Das heißt, wir können jetzt Zutaten vorbereiten und zwar flüssigen Teig. Das ist, was sie mal tun soll. Ich hoffe, sie ist eine Weile inspiriert jetzt. Ihr Bruder spricht mit seiner Schwester. Schatz, bist du dann ready, dass die Schülerin kommt? Ja, Mom. Kennst du sie eigentlich? Ich weiß nicht, wer ist sie denn? Sie ist total nett, Mom. Ja, und wer ist sie? Wie heißt sie? Sie heißt Bibi. Bibi. Okay, das ist ein süßer Name. Sie ist bestimmt ein nettes Mädchen, oder? Ja, ich glaube, Elektra ist mit ihrer Schwester befreundet. Sie ist ein Zwilling. Oh mein Gott, wie cool, sie ist ein Zwilling. Dann frage ich doch mal Elektra, wie das Mädchen so ist. Ja, ich glaube, die sind echt ganz nett, Mom. Ich habe nur bisher von ihr gehört, aber ich habe auch noch kein Bild gesehen oder so. Ah, okay. Ja, ich frage Elektra mal. Ja. Mhm. Ja, mach das. Ey, lass es dir schmecken. Lala, Hallöchen. Und Frostbeule, Hallöchen. Hey, Schatz, was machst du da? Hey, Mom, ich versuche, Teig vorzubereiten. Ich will unbedingt den Verkaufsstand heute öffnen. Oh, okay. Was möchtest du denn machen? Waffeln. Ich will unbedingt Waffeln machen. Und vielleicht koche ich noch irgendwas. Ach ja. Ja, okay, mach das doch. Das klingt doch nett. Du, kurze Frage. Mhm. Ich auch, Schmusekätzchen. Die Familie ist so toll, ey. Du hast doch diese Freundin, die eine Zwillingsschwester hat. Du meinst Tina. Ja, genau, Tina, deine Freundin. Wie ist sie so? Voll nett, wieso, Mom? Naja, ihre Schwester. Na, ihre Schwester Bibi wird bei uns einziehen erstmal vorübergehend für ein Jahr. Wegen des Austauschjahres, weißt du? Ach, das ist jetzt. Ja, genau. Und Bibi, oh, wie cool. Also Tina ist super, Mom. Sie ist so lieb. Und oh, sie sitzt immer neben mir und wir verstehen uns so, so gut. Wenn ihre Schwester, wenn sie, also dann wird sie genauso cool sein. Wow, wie schön. Oh, ich freue mich so, dass sie kommt. Das ist gut, weil du wirst sie ja mit ihrem Zimmer teilen. Ja, Dad hat schon ein Bett reingestellt. Ich, Gamer-Prinzessin, du darfst immer unterbrechen. Kein Thema. Und Juicy, Hallöchen, Brina, Hallöchen. Ich muss nur über die YouTube-Aufnahme pausieren, deswegen warte ich da noch kurz im Dialog. Aber das ist doch völlig, völlig fein. Verliebtheit auf den ersten Blick, das wäre schön, ne? Ja, Dad hat schon ein Bett reingestellt und so. Ich weiß nicht, aber irgendwie finde ich es cool, weil, naja, ich verstehe mich ja mit Feli nicht so gut und Phoenix hasst mich ja auch ein bisschen. Er hasst dich nicht, Schatz. Doch, er hasst mich schon ein bisschen. Naja, auf jeden Fall finde ich es irgendwie ganz cool. Vielleicht wird sie wie eine Schwester für mich. Aber du hast doch Feli als Schwester. Ja, schon, Mom, aber naja, wir verstehen uns halt nicht so gut. Ich würde mich total freuen. Coco, kann ich gerne schauen, wenn ich wieder im Baumodus bin. Kannst du mich gerne wieder erinnern, dann, wenn ich soweit bin. Okay, ja, dann wann soll sie denn kommen? Naja, sie wird jetzt, denke ich mal, jeden Moment kommen. Wir haben ja schon alles vorbereitet für sie. Okay, Mom. Ja, ich bin mal gespannt, wie es wird. Wieso muss sie so krass doll pieseln? Wir waren doch mit ihr beim Arzt im letzten Stream, oder? Und da stand, dass sie sich ein bisschen ausruhen muss. Achte auf gesunde Ernährung, schlafe viel. Oh je. Na gut. Diana, Hallöchen. Nelinski, Hallöchen. Und Shannon, Hallöchen. Oh, wie cool. Sehr schön. Perfekt. Perfekt. So, der Teig ist fertig. Dann holen wir den mal raus. Und Momo, Hallöchen. Ich hatte mal einen Sim mit schwacher Blase. Das war schwierig. Durch die Mod dann auch. Oh Gott, Babalu macht wieder wilde Sachen. So, dann kannst du vielleicht die Waffeln machen. Oh, das Waffeleisen war broke, ja. Mh.
Flüssiger Teig. Okay, sie hat Beeren. Wait. Sie hat doch Beeren. Weintraube. Weintrauben sind jetzt keine Beeren, oder was? Als ob. Na gut, soll sie erstmal normale Waffeln machen. Und kannst du auch ein kleines Gericht kochen? Onigiri, das kann man gut auf die Hand nehmen. Und dann holen wir Bibi zu uns. Ja, geht nur noch heute, Nelinski. Schau gerne vorbei. So, sie macht jetzt noch Onigiri und dann holen wir Bibi. Rosa, Hallöchen. Okay, ihm geht's gut. Er will gruselige Musik hören. Ich habe jetzt hier keinen Musikspieler. Oh, und sie geht... Oh, jetzt muss sie schon wieder pinkeln. Aber sie geht jetzt zum Pfadfinder. Okay. Mom, ich habe überlegt, ob ich mich mit Bibi anfreunden soll. Ich meine, wenn sie dann schon da ist, wir gehen auf die gleiche Schule und so. Aber was kann ich denn dann tun, dass sie mich vielleicht mag? Naja, du könntest dir was Besonderes überlegen, so als Willkommensgeschenk vielleicht, wenn sie kommt. Ein Willkommensgeschenk. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Kann ich mal gucken, Mom. Okay. So, dann nimm mal die Waffeln raus. Das hier raus. Besucher, Hallöchen und Saf, Hallöchen. Wieso kriegst du Flashbacks von Onigiri? So, das packen wir ja auch ins Inventar. Und dann werden wir jetzt Bibi zu uns holen. Wir werden das über Welten verwalten machen, über Haushalte verwalten. Raclette, Besucher, das wird langsam langweilig. Wir hatten einmal eine Raclette-Diskussion, aber ich werde das nicht wieder aufgreifen. Also, nee. Also, du, wenn du jetzt jedes Mal reinkommst und nach Raclette fragst, weiß ich auch nicht. Ne? Also, nö, wir reden nicht nochmal über Raclette. Kannst du dann auch aufhören? Die Halloween-Challenge. Oh, aber war das Onigiri? Nee, das war Kugelfisch-Nigiri. Das war Kugelfisch-Nigiri. Das tötet Sims. Aber Onigiri tötet nicht. Nein, nein, das tötet nicht. Keine Sorge. So, ihr Lieben, seid ihr ready? Wollen wir mal hier Bibi zu uns holen? In die Familie. Waffeln, nun bekomme ich Hunger. Immer, ne? Immer, wenn ich die Waffeln sehe, bekomme ich auch Hunger. Ich habe sie doch schon platziert, ne? Sonst wären sie auch nicht da. Chestnut, genau. Bibi, sie ist so ein schöner Sim. Wunder, wunderschön. Oh, die arme Elektra, da wird Streit vorprogrammiert sein. Sie wünscht sich Bibi dann als Schwester oder gute Freundin und dann wird sich aber ihr Bruder die ganze Zeit mit ihr, zu tun haben, ja? Oder vielleicht freundet sie sich dadurch auch an. Ja, also der Wunsch ist ja, dass Bibi die Wogen glättet zwischeneinander, ne? Dass sie halt ein bisschen den Streit schlichten kann. Ja, mach das, Amadoria. Na klar, ruh dich gut aus. Ne, also, dass der Streit ein bisschen beigelegt wird, das wäre halt der Wunsch, ne? Genau, Elektra ist im letzten Stream zu Preteen geworden. Jetzt können wir endlich ein bisschen was machen mit ihr auch. Waffeln sind einfach Liebe, ist so. Sehr, sehr lecker. Oh ja, hier auch nochmal der Reminder. Ihr dürft, wenn ihr euch eine neue Sims-Erweiterung kauft, sehr, sehr gerne meinen Promocode Insaintra eingeben. Einfach bei der Bestellung mit reingeben. Da würde ich mich total drüber freuen. Damit könnt ihr mich finanziell supporten, wenn ihr das möchtet. Und ja, einfach nur Insaintra eingeben und dann easy. Ah. Ja, okay. So, dann macht unsere Tochter mal sich ein bisschen schick. Sie zieht jetzt mal ihr Outfit an, beziehungsweise wir lernen jetzt erstmal Bibi kennen. Bibi ist jetzt hier gerade gekommen. So, alle gehen mal hier hin und begrüßen sie. Dakota, du musst dich auch noch passend anziehen. Das ist jetzt bestimmt wichtig. Ja. Ja, jetzt kennt sie alle schon. Naja, das macht nichts. Sie kennt alle ein bisschen, das ist gut. Oh nein, sie ist inkompatibel mit Phoenix? Shit. Aber das Gegensätze ziehen sich an. So. Hi. Oh, hi, Bibi. Willkommen.
willkommen in der Familie. Hallöchen. Wie schön, dass du da bist, Bibi. Das ist mein Sohn Phoenix. Und Phoenix denkt sich direkt so, oh, hi. Haben die direkt vielleicht... Er findet sie attraktiv. Perfekt. Und wie findet sie Phoenix? Unattraktiv. Es kommt nicht aufs Aussehen an! Das ist keine Mod, das ist durch die Zusammenwachsen, durch das Zusammenwachsen-Pack. Kann auch werden, ist so. Außerdem kommt es nicht immer aufs Äußere an. Und er sieht sie jetzt und denkt sich so, oh mein Gott. Bibi, wir müssen direkt mal reden. Komm, setz dich hier. Das ist übrigens meine Tochter Elektra. Ihr werdet euch ein Zimmer teilen, ihr beiden. Hi. Bist du nicht Elektra? Du bist doch die Freundin von Tina. Ja, genau, ich bin die Freundin von Tina. Wir verstehen uns richtig gut. Sie ist so lieb. Oh, wie schön. Ja, schön, dich kennenzulernen. So, dann lass uns mal alle kurz hinsetzen. Wir müssen so ein ganz klein bisschen Regeln festlegen, damit das Zusammenleben hier gut klappt miteinander. Komm, setzt euch alle mal hin. Mom, ich muss raus zu meinem Verkaufsstand. Dann bleib kurz hier stehen, Schatz. So, also, Bibi, schön, dass du jetzt in der Familie bist. Ich freue mich total. So zwei, drei kleine Regeln müssen wir aber festlegen. Weil, Phoenix, ihr seid ja auf der Schule der Okkulten. Und, Regel Nummer 1, Kondome. So weit sind wir noch nicht. Baby, du, also ich kenne mich nicht so gut aus, ne, mit Magie und diesen Sachen, aber, ja, aber, naja, es wird wichtig sein, dass du, wenn du zauberst, bitte, wie funktioniert das? Geht da was kaputt oder wie funktioniert das? Naja, also ich bin ja noch eine Junghexe, ich kann noch nicht so viele Zauber, aber so ein paar Sachen kann ich schon. Ich kann zum Beispiel Sachen reparieren. Ey, das ist ja voll praktisch. Ja, das ist schon sehr praktisch. Manchmal geht halt was kaputt dabei. Aber, also, es ist schon passiert, dass ein kleines Feuer ausgebrochen ist. Oh, davon haben wir in letzter Zeit genug hier. Die Küche brennt auch öfter mal. Aber nicht wegen mir. Ich habe jetzt erst kochen gelernt. Nein, nicht wegen dir, Schatz. Aber, naja, auf jeden Fall, erzähl weiter, Bibi. Und wie funktioniert das? Also, du kannst Sachen reparieren, das ist ja voll praktisch. Ja, und es gibt halt verschiedene Magierklassen. Es gibt auch die dunkle Magie. Ich möchte sie lernen, weil ich sehr wissbegierig bin, wissen Sie? Aber... Du musst uns nicht siezen. Okay, wisst ihr? Aber ich will natürlich aufpassen. Ich werde nichts Schlimmes machen mit den Zaubern. Und was ich super gerne machen würde, ist Kräuterkunde. Ich versuche, Tränke zu brauen. Die sind super hilfreich. Ich kann euch dann auch gerne mal was geben. Oh, Tränke? Oh, weiß ich jetzt nicht. Doch, die sind voll praktisch. Damit kann man zum Beispiel seine Energie steigern oder so. Und also wirklich hilfreiche Tränke. Okay, aber brauchst du dafür nicht noch irgendwas? Naja, ich habe eigentlich alles dabei. Mein Kessel müsste halt irgendwo hin. Ein Kessel? Ein Hexenkessel? Ja, genau. Meinst du, der könnte im Keller sein? Im Keller? Das wäre perfekt. Natürlich. Ich brauche auch gar nicht viel Platz. Ich muss nur irgendwo meine Kräuter anpflanzen und mein Kessel brauche ich. Phoenix, Schatz, zeigst du ihr dann alles? Yep. Alles okay, Phoenix? Yep. Okay, gut, Phoenix zeigt dir dann alles. Und Phoenix ist ja ein Alien. Kennst du dich da aus mit der Okkulten? Ja, ich habe mal so, ich... eine Freundin von mir ist auch ein Alien. Ich kenne mich damit schon ganz gut aus mittlerweile. Ja, Und, Mom, wie wär's denn mit einem Gewächshaus? Ich meine, Ophelia baut ja auch gerne Pflanzen an oder sie pflanzt gerne Pflanzen und... Ich muss eh ein paar Beeren anpflanzen für meine Backsachen und so. Vielleicht könnten wir so ein kleines Gewächshaus machen im Garten. Oh, ein Gewächshaus wäre wunderbar. Aber ich will keine Umstände machen. Kein Stress wegen mir, bitte. Nein, das wäre für uns alle gut, Bibi. Das ist eine gute Idee. Ja, das hört sich echt gut an. Ich werde mal mit dem Architekten sprechen, dass er, naja, uns ein Gewächshaus in den Garten setzt. Aber vermutlich müssen wir uns von der Schaukel dann verabschieden. Ist nicht schlimm, Mom. Ich schaukel eh nicht mehr. Ja, weil... Elektra ja jetzt so erwachsen ist. Ich bin schon groß, wie du siehst. Ich bin genauso alt wie du fast. Ich glaube nicht, da sind Jahre dazwischen. Naja, auf jeden Fall, ja, gut, dann los. Okay. Vollfuchs, Hallöchen, Sarini, Hallöchen. Lasst uns doch ganz kurz das Gewächshaus machen, ihr Lieben, und ihr den Kessel platzieren. Die Architekten der Fusselmunity und Co. KG, ist so, das sind unsere Architekten. Wir machen hier ein Gewächshaus in die Ecke. Es geht ja, wie gesagt, platztechnisch nicht anders. Wir haben nicht so viel Platz. Ich guck mal, ob wir... Na, wir müssen halt hier ansetzen. Wow.
Das ist schon sehr eng, ne? Vielleicht müssen wir die Terrasse ein bisschen verkleinern. Schauen, dass wir genug Platz haben. Dann könnten vielleicht hier Bibis Beete sein. So ein großes Gewächs, das hatte ich noch nie. Bitte? Ja, das mache ich auch. Genau, ich packe das Beet dann hier weg. Aber trotzdem war es jetzt ein bisschen eng, fand ich. Und im Keller ein Gewächshaus mit Glasdach? Das geht ja nicht, also... Ach so. Ups. Du meinst... Der Keller ist ein bisschen buggy, ne? Und dann könnte man mit den Solani-Glasdächern arbeiten, ne? Ja, da wäre noch eins breiter gut, damit wir auch einen Weg haben. Dann könnten wir hier den Garten... Oh mein Gott, das wird ja riesig. Ja, aber dann könnten wir vielleicht auch den Hexenkessel dann hier reinmachen, ne? Dann könnten wir hier die Solani-Dächer benutzen. Ich glaube, wenn wir jetzt hier ein Dach machen, würde das... Ich weiß gar nicht, wie das ist. Nee, das geht nicht. Okay, dann müssten wir die Solani-Glasdächer machen. Was? Sowas geht? Ja, ja, den Zugang, den kriegen wir hin. Das können wir dann immer noch mit dem Dings machen. Aber dann kann man da nicht mehr laufen, ne? Was jetzt nicht schlimm ist, aber ich wollte es nur gesagt haben. Das weiß ich, Anyone. Dankeschön. Sehr gut, Melaron. Viel Erfolg. Genau, wir hätten auch den Glasboden nehmen können. Ach, guck mal, da müssen wir weiter raus. Irgendwie cool, oder? Oh, Finja, das weiß ich leider nicht auswendig. Du könntest aber mal nachschauen nach dem Video von gestern. Da haben wir sie ja umgestylt. Da könntest du mal reingucken. Schon cool, oder? Ich habe einfach auf den Raum geklickt und dann Decke entfernen Und dann Decke entfernen gedrückt. Das ist echt eine coole Idee. Und Sternstaub, danke für deinen Follow. Willkommen im Stream. Hallöchen. Und dann machen wir praktisch für die Kids so einen getrennten Bereich. Ich will jetzt nur, dass die Pflanzen nicht verloren gehen. Okay. Wie machen wir den Eingang? Das ist trotzdem ein bisschen dunkel, ne? Okay, warte, wir machen ein richtig cooles Gewächshaus hin. P
Piephörnchen? Was sind denn Piephörnchen? Ah, sieht gut aus, Ace. Also, sieht jetzt eigentlich nicht aus, als würde es nicht gehen. Unser Mima, Hallöchen. Ich habe auch die Pretty Mod und die First Crush Mod. Beide Mods habe ich im Spiel. Warte mal, wir nehmen mal von dem Gewächshaus-Set. Eisenkuchen. Hä? Hab ich noch nie gehört. Cool. Ich weiß noch nicht, ob wir das so lassen oder ob ich es doch ein bisschen kleiner mache. Weil wir haben jetzt sehr viele Beete natürlich. Aber unsere Tochter braucht ja gar nicht so viel. Da können wir den Hexenkessel vielleicht noch hinstellen. Oh ja, Coco. Mhm. Ich guck mal. Von Sundays sind die Stühle. Danke dir. Hätte ich jetzt wieder vergessen. Also, das finde ich schon cool. Wir müssen halt nur jetzt gucken, dass wir... Ich glaube, da kommt sie dann trotzdem hin. Dass wir jetzt auch den Hexenkessel platzieren können. Ohne Probleme. Ja, doch, die Tür kommt jetzt, glaube ich, hier hin. Ich muss nur die Sachen hier ein bisschen schubsen. Ja, lass mich mal nach dem Hexenkessel schauen. Ich mache noch mehr Licht rein dann auch. Und die mache ich alle mal ein bisschen. Boden kommt noch rein. Wo ist das denn? Magie. Auch so ein cooles Pack, ey. Also von allen Okkulten ist mir das liebste Okkulte. Einfach super schön. Mach das, Jasmin! Ich möchte etwas Abwechslung. Jetzt weiß ich nicht, was ich als zweites anfangen soll. Stehe zwischen Federer Rex Riches, Seasons Gold Digger und Barbie Challenge. Ich würde echt gerne die Federer Riches anfangen, aber ich habe total Respekt vor der Challenge. Die ist so schwer. Die ist so schwer. Also, mir macht aktuell halt die Seasons Gold Digger mega viel Spaß. Und ich glaube, mit der Seasons Gold Digger hast du halt eine Challenge, die jetzt richtig Laune macht, aber halt nicht so lange geht, ne? Weil die ist halt, du hast ja einen zeitlichen Druck ein bisschen. Dadurch geht die halt auch nicht ewig. Also, die kann ich dir sehr empfehlen. Der Hexenkessel, wo ist der denn schon wieder? Hier. Yep, wir brauchen doch mehr Platz. Verdammt. Einfach den Keller komplett umgebaut, mal eben kurz.
Boah, ist das riesig. Ja. Cool. Spiel später auch wieder die Seasons Gold, Digga. Die ist so cool. Ey, nice. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie es später wird, wenn wir dann ja, mit dem Osterhasen anbandeln. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was wir im letzten Part noch so beschlossen hatten, aber ich glaube, wir wollten den Osterhasen nochmal daten. Irgendwas Lustiges wollten wir tun mit dem Osterhasen. So sieht's doch gut aus, oder? Ja, wir haben halt alle die gleichen Gedanken, Nicole. Wir müssen Stein nehmen. Aber die sind alle nicht schön. Ja, du meinst so, ne? Man das vielleicht in die Mitte machen. Ja, vielleicht ist das besser. Dann könnten das hier... Das könnten... So, maybe? Ich meine, die müssen ja auch nicht alles bepflanzen, ne? Das muss ja nicht alles bepflanzt werden. So, maybe? Sieht doch eigentlich ganz süß aus. Oder? Ja, so ist besser. Nee, Bibi kriegt kein Umstyling. Die hat ja, also die ist ja, also nee. Wir haben sie ja erst umgestylt in dem anderen Let's Play. Das sieht doch super süß aus. Ah ja, sorry. Haben wir noch eine hohe Deckenlampe hin. Ja, die Pflanzen müssten... Ja, sind geschützt. Yep. Sie haben jetzt zwar nicht alle Tageslicht, aber teilweise, das passt ja. Ach, du meinst, dass wir das tauschen? Ja, aber... Ja... Finde ich jetzt nicht so wichtig. Nee, finde ich jetzt nicht so wichtig. Die Nachbarn sehen auch so den Kessel. Achso, das sieht schon ein bisschen hässlich aus auch, ne? Gibt's das auch mit getönten Scheiben? Hm. Sieht schon ein bisschen hässlich aus von außen auch. Ugh. Naja, es geht auch darum, dass es praktisch ist. Also ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan, aber ich meine... Das vierte in weiß, ganz vorne. Ich meine, damit sehen wir nicht so viel, ne? Welches meinst denn du?
Ja, das finde ich jetzt auch am besten, glaube ich, weil dann sieht man nicht zu viel. Ja. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Und dann machen wir jetzt hier noch eine Hecke davor. Jupp. Evola. Guck, dann sieht man das auch nicht so stark. Können wir die Ecke wieder reinmachen? Weil ich fast überlegen bin, ob ich das trotzdem hier zumachen möchte. Ja, voll. Also das ist echt eine gute Idee gewesen, das im Keller zu machen. Was ist das, Alice? Was ist die Taijin? Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich bin eigentlich meistens ein stille Zuschauer, aber ich gucke in den letzten Wochen so gerne deine Streams und es lenkt mich total vom Alltag ab. Schenk mir ein bisschen Ruhe und Zeit für mich. Danke dafür. Und vor allen Dingen auch für deine ganze Arbeit, die du investierst, um uns zu unterhalten. Ach, das Interior-Design, das mache ich so gerne. Vielen, vielen Dank dir. Das freut mich total zu lesen. Dankeschön. Danke dir. Das ist lieb. Yep. Welche so... Die Sofas? Von Harry. Okay, dann starte ich mal. Ach, guck mal, wir könnten auch Phoenix... wobei Phoenix werkelt gar nicht mehr, ne? Können wir auch wegtun. Müssen wir auf jeden Fall mal den Staubsauger jetzt anschmeißen. Ist ein Schmortopf. Okay, alles gut. Das reicht mir schon. Danke dir. So, den schmeißen wir jetzt an. Okay, Bibi, willkommen in der Familie. Ich hoffe, du fühlst dich wohl und, ja. Einen Zaubertrank lernen. Du kannst jederzeit einen Kessel nehmen und experimentieren, um neue Rezepte zu lernen. Ja, do it. Do it. Experimentieren. Und Phoenix möchte gerne die Rakete verbessern. Gut, wir haben kein Geld. Phoenix muss jetzt ein bisschen Geld bekommen. Die haben gesagt, er soll Plugins programmieren, ne? Naja, er geht jetzt mal runter und zeigt ihr erstmal den Keller. Geh mal mit ihr runter. Und du, Mausi, wirst jetzt mal hier bitte dein Stand öffnen. So. Essensverkauf starten. Yep. Und Stand bedienen. Dani, hallöchen. Dani, ich habe die Grüße an Envy ausgerichtet gestern. Kondome am Start. Nein, Leute, die werden nicht Liebe machen. Die sind Teenager. Die sind Kinder. Dad, gehst du bitte wieder hoch? Also, das ist, naja, das ist das Gewächshaus, Bibi. Oh, das ist richtig schön hier. Toll, dass deine Mom mir das direkt ermöglicht hat. Danke euch. Dieses Austauschjahr ist für mich schon ein bisschen aufregend, weißt du? Ja, bestimmt aufregend. Mhm. Ja, naja, so ohne meine Schwester und so. Ich bin es gewohnt, dass ich alles mit ihr zusammen mache. Und jetzt, naja, ist sie nicht hier. Das ist nicht so einfach für mich. Ja, das verstehe ich schon. Also, ich habe jetzt nicht so eine krasse Bindung. Also, Feli ist wie meine Zwillingsschwester ein bisschen. Ich verbringe viel Zeit mit ihr und so. Sie ist toll, so. Aber, naja. Du hast doch noch eine Schwester, Elektra. Ja, Elektra ist okay. Aber Feli und ich, wir haben eine besondere Bindung. Sie ist fast so wie du mit deiner Zwillingsschwester. Die ist einfach toll. Oh, okay, verstehe. Ja, also vielen Dank fürs Zeigen, Phoenix. Ich würde jetzt dann ein bisschen mit dem Kessel, also weißt du, ich muss halt Zaubertränke üben für die Schule und so. Aber es ist doch Wochenende. Ja, ich muss trotzdem
Oh mein Gott, nein. Ich muss trotzdem so viel tun. Es steht immer so viel an und ja. Ich bin ja froh, dass du jetzt hier bei uns bist, weißt du? Wir haben ja auch manchmal, naja, wir hätten ja auch einen Wolf kriegen können. Das wäre maximal wild geworden, so ein Wolf. Also, ich weiß nicht, aber ich bin froh, dass du jetzt hier bist. Ja, für mich ist es auch ziemlich cool, hier zu sein jetzt. Ja. Ja. Gut. Peinliche Stille. Gut, 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 gut. Und Sarah, Hallöchen. Genau, die Mod ist von Ravashin. Und Nina, Hallöchen. Libreli, Hallöchen. Und Lizzie, Hallöchen. Ich wünsche euch auch einen schönen dritten Advent, meine Lieben. Ja. Oh, true. Den Pavillon können wir platzieren. Ja. Aber das ist ja, na, müssen wir mal gucken, wie groß der ist, ne? Habe ich gerade gesagt, Lika, du findest das Sparglas bei Ravashin. Das ist eine Mod von Ravashin. Wie heißt das Pack nochmal? Ne, vermieten. Da. Ja, ja, die stehen schon Schlange. Krass, oder? Wir haben einfach so einen coolen Verkauf. Oh, der ist tatsächlich größer. Cool. Aber dann sieht man unser Schild nicht mehr. So könnten wir es platzieren. Oh, das sieht richtig gut aus. Perfekt. Cool. Oh, wie cool. Guck mal, wie sie sich freut. Die Frau im Hintergrund ist ein bisschen gruselig. Sie ist unser Verkaufstalent, Leute. Süß. Okay, ihr verkauft mal ein bisschen und, hey Schatz, geh doch mal runter und begrüß mal Bibi. Ist sie schon da? Oh mein Gott, ich hab's gar nicht mitgekriegt. Ja, du kannst ihr Hallo sagen und wir haben ein Gewächshaus jetzt. Ein Gewächshaus? Wie cool ist das denn? Wow! Ja, wir haben uns gedacht, du gärtnerst ja auch ganz gerne. Ja, total, das ist so cool, ey. Dankeschön. Ich geh gleich mal runter nach ihr schauen. Wo ist sie denn jetzt, Bibi? Bibi, 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 Bibi. Hey, Bibi, du zauberst? Ja, ich bin eine Hexe. Wow, cool. Jetzt muss ich dich fragen, machst du verrückte Zauberdinge mit mir? Nein? Okay, gut. Weil die Hallöchen. Weil ich krieg sonst Angst. Nein, ich hatte nichts vor. Okay, cool. Haben wir die Gärten jetzt hier aufgeteilt? Ja, die zwei Beete sollen wohl für Elektra sein, diese Beete hier für dich und die hier drüben für mich. Aha, okay. Ja, cool. Dann, dankeschön für die Info. Ich guck dann mal, was wir so machen können mit dem Garten. Soll ich uns ein paar Samenpakete kaufen? Oh, super gerne. Ich brauche noch Kräuter. Ich wusste nicht, wo ich die herbekomme. Ah, du kannst einfach telefonieren. Die werden per Post geschickt. Expresszustellung, weißt du? Geht super schnell. Oh, okay, cool. Ich muss gleich mal speichern, unbedingt. Boah, ich habe so kalte Knöchel. Ich muss mal die Decke holen. Hilfe, Hilfe. Ja, ja, die mit dem Regenschirm sah richtig süß aus. Hallo, Baumodus, was geht ab? Ob du laden willst, habe ich dich gefragt. Cool, danke. Du musst nur fragen. Lieb. Gut. Cool. Ja, ich speichere danach mal. Hallo. Ich will mal gar keine Geduld, dass der lädt. Ich esse lieber ein Stück Kuchen mal.
Das ist schön, Kelly. Viel Spaß. Hast du eigentlich auch ein Sparglas? Und Bibi hat auch kein Sparglas. Oh Gott. Wir müssen Bibi noch ein Sparglas holen. Sie muss ja auch irgendwie Taschengeld verdienen. Und wenn wir vielleicht einen Nebenjob suchen, dass sie ein bisschen Taschengeld verdient. So. Du kannst es einfach platzieren und dann kannst du da Geld hinzufügen. Wenn also Bibi einen Job findet, dann kann sie da Geld reinmachen. Genau, Sandra. Gut. Sie hat noch ganz viele Blumen. Muss mal gucken, dass wenn sie ihre Blumen verkauft, dass sie das dann auch einzahlt. Und Bibi genauso. Vielleicht kann sie... Wie viel Geld braucht sie denn für ein Samenpaket? 35 Simoleons. Vielleicht können wir ihr so einen kleinen Nebenjob geben. Müssen halt immer dran denken, das da manuell einzubezahlen, aber gut. Job suchen? Nochmal ein Gelegenheitsjob. Theresa, hallöchen. Nee, ich glaube, ich mach's so, weil Feli hat ja auch theoretisch kein Taschengeld. Ich will jetzt, dass sie sich das selbst erarbeiten. Das wäre eigentlich ganz cool. Dann soll sie sich nämlich einen Job suchen und sich mit ihrem eigenen Taschengeld das kaufen. Das finde ich irgendwie schöner. Ja, das ist aber 11.40 Uhr, ne? Ist so, Ace. Wir brauchen bald eine Ein- und Ausgabenliste. Ja, Läuft voll unser Stand. Oh mein Gott, läuft bei uns. Geil. Das wäre doch schon gelungene Thumbnail, ehrlich gesagt. Social Media werken für ihren Stand. Sie weiß, wie man das macht. Ist so. Heutzutage ohne Social Media läuft nix, du. Oh Mann, immer wenn ich sie sehe, will ich ihr das Umstyling geben, was wir ihrem Vermieter Rex Richards gegeben haben. Putzen oder reparieren. Putzen oder reparieren. Nichts kaputt. Lass es dir schmecken, Amber. So bis 14, 15 Uhr. Fertig. Ja, Mom, du musst gleich arbeiten, ne? Und tschüss, Kinder. Ich gehe arbeiten. Ciao, Mom. So. Wo kommen denn jetzt die 16 Simoleons her? Ach so.
Ich glaube, er hat 16 Simoleons verdient, ne? Oder? Naja, weiß man jetzt auch nicht so genau. Wie fleißig sie ist. Wahrscheinlich, Rika. Jules, und bei dir so? Was geht? Ja, ey Mini, ich hab's durch den Alex gesehen. Alex hat die Story gemacht. Ich war so, Threads, was ist das? Ich fühle mich voll krass, weil ich diesmal von Anfang an mit am Start bin. Normalerweise kriege ich sowas ja immer als letztes mit, dass irgendwas, ne, abgeht. Und ich habe mich richtig gefreut. Nee, Elektras Verkaufsstand macht erst ganz zum Schluss einen Umsatz. Deswegen frage ich mich, was das ist. Oder? Nee, am Ende kriegen wir nochmal eine Zusammenfassung. True. Entschuldigung. Wir brauchen 35 Simoleons, um das abzuschließen. Kisten packen. Ja, sie kann ja beim Kistenpacken helfen. Und Linda, Hallöchen. Quarkbällchen, Hallöchen. Und Kampfzwerg, Hallöchen. Und Nudelgnudel, Hallöchen. So, machst du das jetzt, bitte? Samstag, 19 Uhr. Achso, macht sie jetzt, okay. Abschlussball? Nee. Vielleicht findet Bibi seinen Hamster auch süß und die kommen dann ins Gespräch. Wow. 48 Simoleons. Price? Okay. Er hat die Einladung angenommen. Naja, okay. 48 Simoleons. Boah, Phoenix, du musst noch richtig viel machen, ne? Ich hoffe, du weißt das. Uff, Leute, uff. Friends to bay. Blato, blato. Fliff, crude. Linz. Freezer. Probieren wir's. Okay, der Essensverkauf endet gleich. Nobi, yay, ciao, toke. Blato, blato. Fliff, crude. Pinker, fliff. Ach, wir haben eh nichts mehr. Okay, dann können wir. Ubrona. Okay. Wir haben insgesamt 152 Simoleons gemacht. Ja, wie großartig. 152 Simoleons. Wow. Das ist richtig viel. Wir haben schon 300 Simoleons gesammelt. Großartig, Leute. Großartig. Sie kämpft ein bisschen. Mhm. Lederhalle. Habe ich gerade Hallo gesagt? Hey, Jacob, du hast angerufen? Ja, Ophelia, hi. Die anderen haben gesagt, ich soll dich fragen, ob du Lust hast, das Team anzufeuern heute Abend. Heute Abend? Ach, ihr geht gar nicht zum Abschlussball? Nee, das ist ja eher für die höheren Klassen. Und wir hatten alle keinen Bock. Und naja, du wolltest ja auch nicht hingehen. Und wir dachten, wir fragen dich, ob du Lust hast, mitzukommen. Okay, ja. Super gerne. Ich komm mit. Ja. Leute, das ist so crazy. Ich glaube, ich hatte die ganze Zeit eine Mod im Spiel, die das blockiert hat. Weil plötzlich gehen solche Einladungen. Die gingen aber ganz lange bei mir gar nicht. Seit kurzem geht das erst. Jetzt müssen wir halt aber doch diese Ranke, glaube ich, platzieren, damit sie rausschleichen können. Ich weiß auch nicht. Mimichen, Hallöchen. Genau, das kommt mit dem Accessoire-Pack. Kriegt die aber auch sehr selten. Ich habe die jetzt schon zweimal gehabt. Nicht unbedingt. Geht auch anders. Wie denn, Mini? Bei mir ging es nicht. Bei mir schleichen die sich immer durch die Haustür. Das geht. Oh, jetzt habe ich wieder auf Laden gedrückt. Scheiße. Leute, ich habe gerade kurz das Video pausiert. Das weiß ich nicht, wie lange es pausiert war. Auf jeden Fall hat Elektra gerade das Merkmal bekommen, familiäres Bedrängnis. Aber nur wegen ihrem Bruder, glaube ich. Und sie war schon beim Arzt. Sie hat halt eine Blasenschwäche wahrscheinlich. Also wir waren mit ihr schon beim Arzt.
Nini, Hallöchen. So, okay, Dad ist schlafen gegangen. Wir essen jetzt noch was. Du sollst jetzt bitte keinen rohen Teig essen. Boah, jetzt nehmen die sich schon wieder die ganze Zeit Teig, ne? Mach doch Gemüseteigtaschen für die Familie. Und Ganymede, Hallöchen. Wir haben 88 Simoleons bekommen. Großartig. Bibi hat einen guten Job gemacht. Nice girl. 88 Simoleons. Das ist super. Hast du super gemacht. So, füg das mal hinzu. Und Lara, Hallöchen. Ja, sehr gut, Sascha. 88 Simoleons. Perfekt. Jetzt kann sie sich... Oh mein Gott. Jetzt kann sie sich ihr erstes Samenpaketchen holen. Magische Pflanzen für Einsteiger. Perfekt. So, Phoenix macht eine Phase durch. Kannst du das Plugin bitte trotzdem fertig installieren? So, Ophelia. Du musst bitte nochmal... Fitnessabzeichen. Okay, das ist gut. Das kriegen wir hin. Nochmal eine Runde trainieren. Sie ist eh gerade energiegeladen. Oh mein Gott, wie krass. Weil dir, das ist echt crazy. Über den MC Command Center hast du wahrscheinlich eingestellt, dass Drillinge generell möglich sind. Und ich glaube, dass dann auch die Teenager eine Chance haben, ne? Und Sunflower, Hallöchen. Also das kannst du auch immer googeln, sowas. Beim Zusammenwachsen-Let's Play ist es die Welt... San Sequoia und bei Hochzeitspack ist es Tatosa. Genau. Ja, sie hat Level 3 der Kochfähigkeit erreicht. Mega. Das ist ja super. So, dann kannst du nochmal pieseln gehen und dann aber schnell ins Bett, ne? Weil dann ist schon spät. Ich meine, es ist Wochenende, ja, aber... Oh mein Gott, sie hat sich direkt ins richtige Bett gelegt. Warte mal, ich habe eine Idee. Oh, du komischer Nager, ey. Okay, er hat das Level 6 der Programmierfähigkeit erreicht. Hat er auch irgendwas mit Geld gemacht? Nix mehr, ne? Wait. Was steht da? Phoenix kann jetzt Nebenjobs ausüben für die Programmierfähigkeit. Wie geht es? Oh, Nebenjob beginnen! Perfekt, Leute. Perfekt. Okay. Wessen Hausaufgaben sind das? Phoenix geht jetzt mal runter, weil er noch nicht schlafen kann. Der ist noch total aufgekratzt, weil er, keine Ahnung, den ganzen Abend programmiert hat jetzt. Deswegen setzt er sich jetzt hin. Sie geht ins Bett und während Elektra jetzt auch super spät ins Bett geht, merkt sie, dass sie... Dabei ist halt jetzt Bibi wach geworden. Oh, hey, Phoenix. Bibi, was machst du denn noch hier? Ich konnte nicht schlafen. Es ist so komisch, die erste Nacht. Und, ohne meine Mom und meine Familie, weißt du? Ja, verstehe ich. Und du? Ich konnte auch nicht so gut schlafen. Oh, okay. Wollte sie sich nicht wegschleichen? Oh, true. Aber das geht, wie gesagt, nicht. Guck, betreten verboten, bla bla. Und hier Verschmutzungsgrad hinradeln. Das funktioniert bei mir nicht. Zum Arzt gehen? Nö, geht nicht, Leute. Ich sag's, wie es ist, ne? Es geht nicht. Ich bin oft abends noch wach, weißt du? Okay. Ja, weil... Ich weiß nicht, ob es jetzt auch schon zu spät ist, keine Ahnung. Weil ich, Ach, egal. Nein, erzähl nur.
Wir kennen uns doch gar nicht. Aber, naja, wir können uns ja kennenlernen. Ach, mit der Ausgangssperre, meint ihr? Christina, hallöchen, Christina, mach's dir gemütlich. Die beiden quatschen jetzt einfach. Und Mom kommt jetzt gleich von der Arbeit nach Hause. Was war da noch? Okay. So, wenn Mom jetzt nach Hause kommt, geht sie aber direkt ins Bett. Sie kriegt gar nicht mit, dass ihre Kinder noch wach sind. Nein, ihr geht bitte... Oh mein Gott. Sie hat's nicht gesehen, okay? Naja, ich bin viel wach und, weißt du, ich bin ja ein Alien. Ja, ich weiß, das weiß ich. Und irgendwie ist es schwierig, nicht zu wissen, wo man herkommt, weißt du? Mhm. Es ist so, meine Familie, die versteht das, glaube ich, nicht. Meine Mom versucht, mich zu unterstützen und sie versucht, dass ich mich wohlfühle und sie macht wirklich alles für mich und sie ist toll, aber... Ich glaube nicht, dass sie jemals verstehen wird, wie es sich für mich anfühlt, in einer Familie aufzuwachsen, wo alle normal sind, Bibi, weißt du, normal. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin auch nicht normal. Ich finde, du bist sehr normal. Nein, ich bin eine Magierin, ich. Und das alles durch so einen ganz blöden Zufall. Ehrlich, ein Zufall? Ja, das heißt, du bist gar keine angeborene Magierin. Nein, es war total verrückt, weißt du, ich... war mit der Schule auf so einem Ausflug in der Nähe von Glimmerbrook. Oh, Glimmerbrook kenne ich. Ja, und da war dieser Stein, diese... Nein. Diese zufällige Sternkonstellation, ich wusste das nicht. Und ich habe diesen Stein berührt, ich fand ihn einfach nur schön und habe ihn angefasst. Und auf einmal hat sich alles gedreht. Oh mein Gott, sie ist selbstsicher. Xenophilie. Verhält sich wie der Captain einer Weltraumreise. Sie ist total begeistert, Leute. Guckt mal. Und dann habe ich diesen Stein angefasst. Okay. Und auf einmal war ich, naja, eine Hexe. Das ist wirklich verrückt. Es ist wirklich verrückt, ja. Aber irgendwie ist es auch aufregend. Und die Schule ist so cool und... Ich lerne so tolle Menschen kennen. Weißt du, ich hätte mir nicht vorstellen können, mein Leben lang auf der Farm meiner Eltern zu leben. Weißt du, sie leben auf dieser Farm und irgendwie... Ich meine, ich hatte Angst, da wegzugehen, weil es ist so schwierig, weil... Naja, ich bin immer dort aufgewachsen. Phoenix, so setz dich da jetzt auf deine vier Buchstaben und redest mit dieser Lady. Los. Ich bin... immer dort aufgewachsen und ich dachte irgendwie, es gibt nichts anderes als das. Ich konnte es mir nicht vorstellen, dass es noch etwas anderes gibt und jetzt hat sich alles geändert. Ich bin eine Hexe, ich bin hier bei euch und ihr seid toll, ihr habt eine coole Familie und ich danke dir und euch für diese Chance, bei euch sein zu dürfen. Ja, sehr gerne, Bibi, wir freuen uns, dass du hier bist. Ja. Er hat einen schlechten Witz über seine Schwester erzählt. Oh, wow. Dieser Sim ist einfach unwiderstehlich. Phoenix ist total verknallt in Bibi. Leute, Phoenix hat sich in Bibi verliebt. Oh mein Gott, wir mussten gar nichts tun. Wir mussten gar nichts tun. Siehst du Kondome? Leute, mach mal langsam. Oh mein Gott. Ich kümmere mich um die Kondome, jetzt hört doch auf, die sind Kinder. Sasa, wir haben die Let's Plays zusammengesetzt, weil wir es irgendwie cool finden, dass Bibi ja auch auf der Schule der Okkulten ist, genauso wie Phoenix. Bibi macht jetzt bei Phoenix sozusagen ein Austauschjahr. Ja. Ich denke, wir sollten jetzt schlafen gehen. Ja, du hast recht. Will er jetzt noch Muckis zeigen? Guck mal. Oh. Siehst du, hier vorne, da hinten. Bizeps anspannen, da hinten. Oder dort vorne, kannst du mal gucken. Hier. Ja, wir sollten wirklich schlafen gehen. Du hast recht, Phoenix. Okay. Dann gute Nacht. Ja, gute Nacht. Okay, gute Nacht. Wieso findet sie denn ihn unattraktiv? Das finde ich scheiße. Ich will nicht, dass sie ihn unattraktiv findet. Er ist toll.
Geh schlafen. Und Phoenix ist ein wilder Teenager, der macht jetzt ein Self-Wuhu und geht schlafen. So. Oh, geh bitte nochmal pieseln. Er ist ein Teenager, Leute. Teenager machen sowas. Natürlich. Futter auffüllen, uff. Mal nochmal schnell Futter auffüllen, bevor Babalu da durchdreht. Fanny, hallöchen. Eben war er noch ein Kind. Er ist ein Teenager, der eigentlich noch ein Kind ist. Sehr gut, Quack, Quack. Gut. Komm, geh schlafen. Und Julia, hallöchen. Vielleicht wird es so deren Ding, dass sie sich nachts immer treffen. Oh nein, Ophelia muss zum Arzt. Müssen wir gleich machen, wenn sie ausgeschlafen hat. Oh, wir müssen ihr Bett noch verbessern. Deswegen schläft sie so schlecht. Maria, hallöchen. Für Wuhus? Naja, let's have a look. Phoenix, raus aus dem Bad, ich muss duschen. Oh, jetzt zieh dich doch nicht so, als hätte ich noch nie, keine Ahnung, eine nackte Frau gesehen. Ich bin deine Schwester, Phoenix, geh raus jetzt, sofort. Mom, Phoenix will nicht raus. Phoenix, raus aus dem Bad, wenn deine Schwester duschen will. Geh, Mom, ist so, raus jetzt, Phoenix, geh. Ich gehe ja schon, mein Gott. Na, Schatz, wie war die Nacht? Gut, gut. Und bei dir? Wie war die Arbeit? Ja, war okay. Es war viel los und, naja, aber sonst war es eigentlich in Ordnung. Ich finde es so toll, dass die Kinder jetzt hier zusammen sind. Bibi ist ein nettes Mädchen, oder? Sie ist ein sehr nettes Mädchen, das stimmt. Und sie ist auch wunderschön. Ja, sie ist wirklich total hübsch. Ja. So, schnell runter in die Küche heaten, bitte. Guten Morgen, Mom. Guten Morgen, Elektra. Alles in Ordnung? Du wirkst so energiegeladen. Total, Mom. Ich muss ganz dringend, muss ich jetzt ein paar Teige vorbereiten. Und dann, Mom, muss ich los, weil ich brauche ganz viele Sachen. Ich brauche Mehl, ich brauche Eier, ich brauche Zucker. Ich muss unbedingt zum Markt. Du kannst auch eine Online-Bestellung abgeben. Ach so. Ja, okay, das wäre natürlich noch einfacher. Ja, gib einfach eine Bestellung auf und kauf, was du brauchst. Okay, Mom, ich kann das zwar auch selbst bezahlen, wie du möchtest. So, wir holen alles. Hier sind Beeren. Wir holen eine Brombeere, eine Blau... Zwei Brombeeren, eine... wir haben leider nicht so viele. Erdbeeren. Himbeeren. Kamille. Wir schenken unserer Schwester eine Kamilleblüte. Kürbis. Drei. Wir holen Milch. Drei. Mehl und Zucker. Und Eier. Machen wir mal 10 Eier. Die halten sich ja im Kühlschrank. Weiß ich jetzt halt nicht. 407 Simoleons plus... Oh mein Gott. Mom, ich habe leider nicht so viel Geld. Kannst du mir was beisteuern? Wie viel Taschengeld hast du denn? 238. Okay, dann gib du mir dein Taschengeld und ich nehme den Rest, ja? Okay, Mom, danke schön. So, den Rest hat Mom bezahlt. Das ist nett. Wir können ja nochmal 200 dann vielleicht beisteuern, wenn die Bestellung da ist. Okay, da wird es auch schon geliefert. Hallo, danke schön. Ja, stellen Sie es einfach hier ab. Vielen lieben Dank. Gut.
Okay. Okay, es ist alles im Kühlschrank, bis auf das. Mhm. So, Zutaten vorbereiten. Sie ist gerade sehr inspiriert. Mann, Mehl und Zucker geht schon wieder nicht, Leute. Oh, ich hasse das, ne? Das ist irgendwie verbuggt bei mir. Wir haben Mehl und Zucker gekauft, aber es wird angezeigt, als hätten wir kein Mehl und Zucker. Naja, wir machen jetzt trotzdem Keksteig. Weil eigentlich hat sie ja Mehl und Zucker, ne? Okay, ob der jetzt wieder gehen möchte? Ich gebe ihm jetzt kein Trinkgeld, weil wir haben gar kein Geld. Ist bei mir auch so. Das ist so blöd, oder? Phoenix, du kannst jetzt mal deinen Nebenjob nachgehen. Nebenjob beginnen. Mach das mal. Es geht bei Dakota. Jess ruft an. Oh mein Gott, Jess möchte noch ein Baby. Ja, das Ding ist, dass Mehl und Zucker jetzt, glaube ich, im Kühlschrank gelandet ist. Das landet normalerweise, genau, Mehl und Kühlschrank. Mehl und Zucker. Aber es zählt halt, wie gesagt, nicht. Oh mein Gott, cool! Phoenix programmiert jetzt Sachen. Bin mal gespannt, wie viel Geld er dafür kriegt. So, Maus, und bei dir ist alles okay soweit? Du sollst dich gesund ernähren, hat man gesagt, ne? Sie möchte sich auch mit Baby befreunden, das ist natürlich schön. So, schau mal, dein Teig ist fertig. Nimm den mal raus. Setz dich mal dahin. Ich glaube, dass deine Schwester dir was Gesundes kocht. Brunch. Obstsalat ist doch gesund. Oh, jetzt kann sie Bärenwaffeln machen. Super. Ja, das ist komisch, Ellie, gell? Bei mir steht da Debug. Ich weiß auch nicht, wieso das ist. Wie gesagt, ich glaube, das muss ins Inventar. Also wir haben beides probiert beim letzten Let's Play, als wir die Challenge gespielt haben mit der Federant Tracks of Riches, weil da ging es nämlich auch nicht. Schau, es ist jetzt in dem Inventar, aber es zählt nicht. Nee, es stand eins da und wir haben jeweils eins. Guck. Ein Mehl, ein Zucker. Das ist ganz komisch. Hat es was damit zu tun, dass er... Ja, genau. Phoenix leuchtet praktisch. Und das ist sein Alien-Zeichen. Vielleicht ist es irgendeine Mod, Leute. Das ist halt immer schwer, so zu sagen. Du kannst es bitte stehen lassen. Ich wusste nicht, dass sie nur einen Teller macht. Hey, Ophelia, ich habe dir was zu essen gemacht. Das ist aber nett. Ja, ich dachte, dass du vielleicht Hunger hast. Jetzt ist sie da reingebackt. Du kannst es essen. Der Arzt meinte doch, dass du was Gesundes essen sollst, oder? Ja, danke. Jetzt ist sie schon wieder zu Phoenix ins Zimmer. Geh doch nicht so oft zu Phoenix, der mag dich nicht. So, und sie möchte Ophelia noch was schenken, und zwar die Blume. Die hat ja extra eine Blume gekauft für Ophelia und das möchte sie ihr jetzt noch schenken. Eine Kamille. Hey, Feli, ich habe noch was für dich. Oh, warum müsst ihr denn immer in meinem Zimmer abhängen? Ist schon gut, wir gehen ja schon. Also, ich habe noch eine Kleinigkeit für dich, schau mal. Das ist für dich. Warum schenkst du mir was? Ich habe doch gar keinen Geburtstag. Ja, aber naja, ich dachte, du freust dich vielleicht. Ja, was ist es denn? Ja, schau es dir an. Eine Blume? Wow, die ist richtig schön. Hey, danke dir. Okay, cool. Du bist echt in Ordnung. Dankeschön. Ja, gerne. Die kannst du in deinen Garten pflanzen. Das mache ich. So, Kamille, Leute. So, dann geh du doch nochmal runter und mach die Waffeln fertig. Waffeln servieren. Dann kannst du vielleicht noch eine Art von Waffeln machen. Ob jetzt Bibi auch mal aufstehen möchte? Bibi, guck mal, du hast noch ein Samenpaket in deinem Inventar. Haben wir das eigentlich abgezogen jetzt? Oh, verdammt, Leute. Wir müssen noch das Geld abziehen. Wie viel hat denn das Samenpaket gekostet? Ich meine, es ist nicht schlimm, wenn wir das vergessen. 35 Simoleons. Aber ich will es ja schon richtig machen, ne? Aber wenn wir es mal verraffen, ist auch überhaupt nicht schlimm. 2500. Eine Blume von Mamas Geld. Ja, ist doch schön. So, wir haben jetzt hier eine Alraune. Die wird platziert. Und eine Baldrianwurzel. Die platzieren wir auch. So, und dann kann unsere Tochter, nämlich gleich, wenn sie die Pflanze gepflanzt hat, dieses verkaufen. Alles verkaufen, 30 Simoleons. Perfekt. Nee, warte mal. Mega-Verkauf, 174. Dann soll sie die jetzt...
Ach so, warte mal. Ey, wieso pflanzen du jetzt die Sachen von Bibi ein? Geh bitte weg da. Komm bitte hierher. 30 Simoleons. Zählt das jetzt? 30. Oh mein Gott. 60, 70, 80. 90, 100, 110. 120? Plus, minus. 120, Leute. Plus, minus. Ach, warte, wir machen das ganz anders. Wir packen das immer, sie soll das einfach in ihr Inventar packen. Warte mal, das sind übrigens Elektrasblumen. Sie soll die einfach immer ins Inventar packen und dann verkaufen wir die 600 Simoleons. Ja. Das Geld kann sie gut gebrauchen, wenn sie irgendwann auszieht. Okay. Ah! Oh, wir hätten die auf dem Markt verkaufen sollen. Naja, okay. Aber zukünftig können wir ja dann immer zum Markt fahren und die dort verkaufen. Das finde ich irgendwie realistisch. Wir geben jetzt 630 Simoleons. Das passt dann auch. Hör doch jetzt auf, bitte. So. Okay. Oh, sie muss zu den Pfadfindern. Viel Spaß. Geh mal raus aus dem Büro deines Bruders. So, die Waffeln nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Dann kannst du vorbereitetes Fleisch. Ja, Fleisch geht auch nicht. Dann kannst du noch Apfelspeckwaffeln machen. Just Zoe, danke schön für den Follow. Und Lena, danke schön auch dir für deinen Follow. Hallöchen, ihr beiden. Nee, du wartest jetzt hier. Dass sie nie warten kann, ne? Okay, sie möchte sich auch mit Bibi befreunden. Perfekt. Froschoffensive, so sind Kinder halt. Ein kleiner Wildfang aus der Truppe hat die großartige Idee, ein paar Frösche in den Schlafsack des Pfadfindeleiters zu stecken. Das ist doch nur ein harmloser Spaß, oder? Soll Ophelia mit dem Streich mitmachen? Nö, sie warnt. Sie will Pluspunkte sammeln und warnt und schleimt sich ein bisschen ein. Das ist, was sie tut. Macht es, Luni. Schön, dass du da warst. Holy Möhrchen. Die Kur war schon längst überfällig. No game. Ja, Holy Möhrchen passt ja aber auch immer, ne? Gut. Ah, Waffe nehmen, steckt sie es gleich ein. Verstehe. So, ab zum Verkauf, meine Lieben. Es ist sogar richtig schönes Wetter heute. Und Hannah, hallöchen. Ziehst du bitte wieder dein Outfit an, meine Maus, damit du wunderschön bar gut aussiehst? Ja, wundervoll. This is pretty, this is pretty. So, können wir eine schöne Pose mit dir machen? Kannst du mal richtig entzückend schauen, bitte? Sowas wie, welcome to my shop, this is my new thing, you can buy every what you like. Mhm. Toll. Hm. Naja. So, und jetzt bleibst du bitte mal da stehen, damit es gut aussieht. Ich will da nur, dass es gut aussieht, geil. Ne? Emotions bitte noch einmal. Rabatte, Rabatte, Rabatte. Heute gibt's Rabatte.
Oh, das sieht so toll aus, oder? Guck mal. Unsere Maus. Wie sie einfach so erfolgreich ist. Sie sieht so erwachsen aus, ne? Okay, jetzt kann sie aber den Stand wirklich bedienen. Entschuldigung. Jetzt musste ich noch kurz. Oh, jetzt kann sie den Stand bedienen. Du musst pinkeln. Oh, das ist natürlich schlecht, ey. Okay, geh schnell Pipi machen, aber dann musst du den Stand bedienen. Schatz, ich find's so cool, dass du bei den Pfadfindern bist. Danke, Mom. Ja, ich find's auch voll cool. Da lerne ich so viel. Ja, super. Mom, ich habe voll die Blasenprobleme. Ich muss ständig pinkeln. Hast du vielleicht eine Blasenentzündung? Ich weiß es nicht. Sollten wir vielleicht zum Arzt gehen? Ja, bitte. Okay, ja, dann komm, dann fahren wir zusammen zum Arzt. Danke, Mom. Geht's jetzt alleine zum Arzt? Ich kann alleine zum Arzt gehen, Mom. Ich schaff das schon. Na, Bibi, wie lebst du dich hier langsam ein? Es ist super schön hier. Danke für die Möglichkeit, dass ich hier wohnen kann. Ja, kein Problem, Bibi. Wir freuen uns, dass du hier bist. Wie läuft's im Zaubern? Gut, ich werde immer besser. Es ist nicht so einfach, weil, naja, die Tränke sind schon echt schwer und herausfordernd, aber es klappt schon ganz gut. Dankeschön. Okay. Oh. 524 Simoleons? 524 Simoleons? Wow! Sascha hat Speichern eingelöst. Alle mal euer Spiel speichern, ihr Lieben. Krass! Und Ayana, Hallöchen, schönen dritten Advent auch dir. Das freut mich, Leona. Oh mein Gott. Cool. So, wie viel hat er jetzt? 668. Ich glaube, damit kann er immer noch nichts reparieren, ne? Nee. Was machst du da eigentlich immer so am Computer? Ich mache Nebenjob, Dad. Nebenjob, das ist super. Ja, voll. Naja, ich habe super viele coole Sachen und so. Und ich programmiere so ein paar Apps für Freunde. Cool, das ist nice. Ja, voll gut. Vor allen Dingen kriege ich dadurch auch ein bisschen Simoleons. Und das tut mir natürlich auch gut. Ja, das glaube ich dir. Ey, die haben einfach den Teller auf den Boden geschmissen. Und Amy, Hallöchen. Pack bei Hallöchen. Beim Ultraschall, da hieß es Glück und Liebe zum Zähne, junge Mädchen. Die Kinder sind schon eingeladen, nächstes Ultraschall heißt es, dann sie erwarten einen gesunden Junge. Ja, ich weiß nicht genau, Miss Butterfly. Es ist halt, manchmal sieht es vielleicht auch anders aus, ne, beim ersten Ultraschall. Das passiert ja schon ab und zu mal. Hä, aber irgendwie funktioniert das nicht so ganz, ne? Und Lena, Hallöchen. Weil sie hat ja irgendwie Beschwerden, aber. Ah, zu einem Spezialisten. Ja, geh mal zu einem Facharzt. Tschüss, Caro. Bis zum nächsten Mal. Ja, ist so, Lena. Ja, das hast du vorhin gesagt, Carrie. Oh, habe ich das Spiel jetzt gekillt gerade, weil ich dumm geklickt habe? Kann natürlich sein, ne? Ups. I did it again. Aber ich habe ja gespeichert, also NP. Ich glaube, ich habe das Spiel gekillt. Yep. Oh, schade. Naja, wir starten kurz neu. So, wir haben das Spiel neu gestartet. Unsere Tochter geht jetzt bitte nochmal zu einem Spezialisten. Come on, Girl. Ist mir wichtig. Müssen gucken, was nicht stimmt. Jetzt geht sie erstmal in den Keller runter. Oha. Komm. Mit.
Ah, mit Dad, weil Mom ist einkaufen. Mein Gott, wie die alle unsere Waffeln wegsnacken. Das ist ja crazy. Sie hat sich zwar wieder umgezogen, aber gut. Ja, dann leer mal deinen Inhalt aus. Ich sehe ja am Ende, wie viel sie insgesamt durch den Verkaufsstand eingenommen hat. Das ist ein bisschen einfacher. Oh, Diabetes! Nein! Muss den Blutzuckerspiegel von überwachen. Oh, sie muss sich gesund ernähren, Flüssigkeit zu sich nehmen, Sport treiben und Insulin einnehmen. Deswegen, meine Lieben. Oh, die arme Maus, ne? Ja, okay, dann gehen wir doch direkt mal aufs Laufband, wenn die Motivation gerade so hoch ist. Und du, möchtest du noch ein bisschen experimentieren mit deinem Experimentierdings? Ja, Vivi ist eingezogen bei uns. Das ist auch richtig schön. Also, sie fühlt sich hier auch sehr wohl. Das passt gut. Praktikum. Dakota wurde aufgetragen. Ja, schwere Aufgaben. Man, jeder muss mal eine Herausforderung machen. Ja, Leistungsverbesserung, klar. Hast du den Verkaufsstand jetzt einfach abgebrochen? Naja. Dann beenden wir den Verkauf für heute. Und du kannst... 189. 189 Simoleons. Fünf Tage haltbar, das ist doch crazy. 189 Simoleons, meine Lieben. So. Okay, sie macht jetzt ein bisschen Sport. Bibi, willst du nicht experimentieren? Aber jetzt geht's ihr gerade ganz gut. Geselligkeitsabzeichen. Tja, pf, weiß jetzt auch nicht. Ah, das hat schon geholfen. Du kannst auch Baby voll quatschen. Hey Phoenix. Hi Baby. Ja. Gut. Na Baby, wie war dein Tag? War gut. Danke, ihr beiden. War echt gut. Ich bin ziemlich müde. Und ich... Hey, Bibi, sag mal, du bist auf der Schule von Okkulten. Gibt's da eigentlich auch Vampire? Das wäre krass, oder? Gibt's da Vampire? Ich bin total neugierig. Ja, Vampire gibt es. Oh mein Gott, wie ist es mit Vampiren? Ja, sie sind eigentlich total nett. Ehrlich? Nett? Sind die auch heiß? Ich habe mal gehört, durch ihre blasse Haut und so sind sie wohl ziemlich heiß. Boah, Mädels, seid mir echt nicht böse. Ich muss super dringend pinkeln. Ich war den ganzen Tag im Keller unten und hab Zaubersprüche geübt. Kinder... Ach nee, das ist Onkel so und so. Onkel Tyler, du gehst jetzt. Okay, hast du jetzt vielleicht dein Abzeichen schon abgeholt? Nein, okay. Geselligkeitsabzeichen, Leute. Wir müssen noch ein, zwei Mal gesellig sein. Hilfe! Und Tiny Hallöchen. Welche Mod denn, das Butterfly? Monzo, Klesime, Valpim, Bassanoi. Und? Oh Mann! Wie viel Geselligkeit müssen wir denn machen? Mm.
Hey, Bibi, du bist ja wieder wach. Oh, hab ich dich geweckt? Nein. Oh, gut, okay, sorry, ich wollte eigentlich nur ein bisschen am Kamin sitzen. Das ist schön hier. Ja, stimmt, der Kamin ist echt schön, es ist auch schön warm. Total, echt cool. Ja, ich dachte mir irgendwie, vielleicht kannst du wieder nicht schlafen. Bist du extra aufgestanden? Nein, ich dachte nur, ach, ich weiß nicht, ich kann mich nicht so gut ausdrücken. Es ist okay, du musst dich nicht rechtfertigen oder so. Also, ich finde, du kannst dich gut ausdrücken. Findest du? Ich weiß nicht, weißt du, ich hatte nie so viele Freunde. Ich weiß auch gar nicht, warum ich dir das erzähle. Ist schon gut. Ja. Nee, ich hatte, naja, egal. Erzähl doch, du kannst mit mir reden. Ja, ich hatte nie viele Freunde und es ist für mich irgendwie schwierig, mit neuen Menschen zu interagieren und so. Aber mit dir ist es irgendwie anders. Wie meinst du das? Naja, ich find's cool, dass du so cool bist. Ich bin cool. Ja, du bist voll cool. Du bist nicht so nervig wie andere Mädchen. Okay. Naja, meine Schwestern sind super nervig. Ich meine, das sind auch meine Schwestern. Ja, das sind Schwestern. Meine Zwillingsschwester Tina, sie ist auch manchmal total nervig. Weißt du, sie ist total pferdeverrückt und würde am liebsten den ganzen Tag über Pferde reden. Und manchmal nervt es mich einfach. Soll ich dir mal was Schönes zeigen? Was denn? Komm mal mit. Mach doch die Glotze aus. Schau, hier, das sind, siehst du diese Sterne hier oben? Ja, wow. Schau, das hier da oben, siehst du den Stern? Ja, ich kann ihn sehen. Naja, das ist der Stern der Galaxis meiner Herkunft. Wow, den kann man bis hier runter sehen. Ja, das ist faszinierend. Die Sterne sind so wunderschön. Ja, und naja, es ist für mich nicht einfach, ein Alien zu sein, weißt du? Ich habe das Gefühl, von allen verurteilt zu werden und alle schauen mich mit anderen Augen an. Aber du bist doch so besonders. Ich bin besonders? Ja, natürlich, genauso wie ich. Wir sind beide was Besonderes. Das ist eine Gabe, die uns geschenkt wurde. Und wie bist du denn, also wie ist deine Mom? Du meinst, wie ich entstanden bin? Ja. Naja, meine Mom ist eine ziemliche crazy lady, weißt du? Sie ist super ehrgeizig und sie wollte unbedingt die Sterne erforschen und den Mond und hat mit dem Teleskop immer sehr viele Ausflüge ins Himmel reingemacht. Elim, Hallöchen. Und hat, viel gesehen und auf einmal wurde sie, entführt. Entführt? Oh, wie furchtbar. Naja, sie kann sich an nichts erinnern. Es scheint nichts Schlimmes gewesen zu sein. Aber sie kam wieder und war schwanger. Wow, das ist verrückt. Ja, ist wirklich verrückt. Aber naja, und dann war ich einfach da. Wow, das muss furchtbar gruselig für deine Mom gewesen sein. Ja, ich glaube auch, dass es für sie wirklich gruselig war. Aber es ist, jetzt bin ich hier. Ja, und stell dir vor, das wäre nicht passiert. Dann wärst du nicht hier heute und es ist so toll, dass du hier bist. Danke, Bibi. Ja, ich weiß nicht, also das ist wirklich alles sehr viel und du solltest aber daran denken, dass du hierher gehörst. Ich weiß manchmal nicht so genau, wo ich hingehöre. Aber deine Familie liebt dich. Ja, natürlich und ich liebe auch meine Familie, aber es ist für mich wichtig, dass sie wissen, dass ich, weißt du, ich weiß nicht, ob sie wirklich verstehen können, wie es für mich ist, so alleine zu sein, ohne dass jemand das versteht. Ich rieche sogar einen Gute-Nacht-Schmatzer. Was? Let's have a look. Aber ja, du hast wahrscheinlich recht, aber irgendwann muss ich trotzdem rausfinden, wer meine Eltern sind. Ja, aber das kannst du doch. Ich habe gesehen, du hast hier eine Rakete stehen. Ja, die habe ich gebaut. Die ist... Nee, du guckst... Ach so, Entschuldigung. Ich habe den Sim gerade verwechselt. Naja, du, Phoenix, ich denke, ich sollte reingehen. Danke für dein offenes Ohr. Das hat mir sehr gut getan. Ich bin aktuell auch ein bisschen wütend, weißt du?
Aber warum? Naja, in der Schule, da ist so viel Druck und ich bin in einem Schwimmteam und sie machen mir einfach so viel Druck, weißt du? Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich hinten und vorne, dann der Nebenjob, es ist einfach so viel. Ja, ich verstehe, aber du solltest dir nicht so einen Druck machen. Naja, das sagst du so einfach. Ja, naja, also... Ja, eine Umarmung. Gestehen, verknallt zu sein, oh mein Gott. Danke für dein offenes Ohr, Phoenix. Ich danke dir für dein offenes Ohr. Es war echt schön. Ja, fand ich auch. Okay, dann, Bibi ist zu wütend, aber er kann sie vielleicht umarmen. Er bittet sie nochmal um einen sozialen Rat und dann umarmt er sie. Sorry, dass ich da manchmal so ein bisschen schwierig bin. Es fällt mir, wie gesagt, nicht leicht, mit Menschen zu reden. Ich war all die Jahre zu Hause und habe mich nicht wirklich mit Leuten getroffen und es fällt mir nicht so einfach. Ob du bitte nicht isst jetzt, sondern Wäsche machst und dann ins Bett gehst? Ach komm, ich mach selbst Wäsche. Passt schon. Sie macht Morgenwäsche. Renny Ufa? Ja. Weba Upa. Also Baby, dann schlaf schön. Ja, du auch, Phoenix. Oh Gott, wir müssen gleich aufstehen wegen der Schule. Ja, es ist irgendwie ausgeartet. Es ist irgendwie ausgeartet, ja. Okay, Phoenix, dann träum süß. Du auch, Baby. Okay, bis dann. Oh Gott, ich spüre die Liebe. Spürt ihr auch die Liebe, Leute? Spürt ihr die Liebe? Ich kann sie so spüren, die Liebe zwischen den beiden. Es ist so süß. Ist gut jetzt. Ab ins Bett. Mein Gott. Unser vier Hallöchen. Ihr spürt die Liebe auch, gell? Es ist schon sehr süß. Es ist wirklich sehr, sehr süß. Unser Käfig stinkt. Oh oh. Dakota fühlt sich nicht so gut. Oh je, sie sollte vielleicht mal einen Tag frei nehmen. Und vielleicht auch mal wieder ein Wuhu machen. Hey Schatz, du bist ja schon wach. Ja, naja, so halbwegs. Ich fühle mich momentan so gestresst, weißt du, die Arbeit war so anstrengend. Naja, da wüsste ich was. Was meinst du? Naja, ich habe die perfekte Methode, um dich auf andere Gedanken zu bringen. Schatz? Ja? Komm her. Jetzt machen sie Liebe. So, wir haben heute Schule, keiner hat seine Hausaufgaben gemacht. Finde ich natürlich sehr fragwürdig, was hier los ist, ne? Du machst deine Hausaufgaben. Du machst deine Hausaufgaben. Deine Hausaufgaben liegen hier oben, Fräulein. Du machst deine Hausaufgaben auch. Was haben wir gesagt, geben wir ihr für eine Richtung? Oh. Hilfe? Oh. Das Spiel hat sich verabschiedet. Gut. Love is in the air. Da, 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 da. Yep. Okay, warten wir kurz, bis es sich wieder gefangen hat. Schade. So, machen jetzt alle ihre Hausaufgaben, maybe? Schatz, jetzt muss ich aber wirklich Frühstück machen für die Kinder. Ich muss runter jetzt. Ja, kannst du machen. Puh, mein Gott, du! Was denn? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Wie sie noch alle schnell ihre Hausaufgaben durchziehen, ey.
Oder sind Winterferien? Nee. Nein. Okay, wir schicken die Kinder natürlich alle in die Schule. Oh Gott, manche kommen jetzt leider ein bisschen zu spät. Kein Problem. Als ob er sich jetzt eingestrullt hat. Hat er sich jetzt hier festgesetzt? Da kommt er nicht mehr raus. Sie ist auch ein bisschen festgebackt. Ich teleportiere sie mal hier hin. Oh. Na gut. Okay, wir müssen auf jeden Fall noch mehr Wäsche machen. Sie soll ein bisschen Yoga machen. Das sollte ihr gut tun. Ja. Pff. Okay, sie ist jetzt auch in der Schule. Und du? Ja, sie kommt definitiv zu spät. Es gibt auf jeden Fall Ärger. Oh mein Gott. Oh, Stipendium. Mhm. Wir können dann auch mal mit Elektra zur Schule gehen. Vielleicht im nächsten Part dann. So, und jetzt schnell in die Schule. Uiuiuiui. Okay, alle Kinder sind in der Schule und Mom macht hier ein bisschen Yoga. Gott sei Dank, die Waschmaschine ist fertig. Zum Trockner bringen bitte. Bitte zum Trockner bringen. Oh, wer ruft denn jetzt an? Nee, da gehen wir jetzt nicht dran. Gar keinen Bock. Ist wieder irgendein Lehrer, der irgendeinen Mist will. Oh ja, was denn? Ach so. Elektra hat einen Elektra hat einen Schulpreis gewonnen. Sollen wir ihn ihr vor der gleichen Klasse oder lieber still und diskret überreichen? Vor allem natürlich. Zeigen Sie allen, wie toll meine Tochter ist. Logo. Entschuldigung. Boah. Wir müssen Wäsche machen. Überall liegen Klamotten rum. Eine Sauerei ist es. Die Toilette ist kaputt. Oh, das kann Ophelia reparieren. Dann kriegt sie Pluspunkte. Eieiei. Widerlich. Und sie ist total angespannt. Mach das mal bitte. Ja, schön die Wäsche mitnehmen. Überall. Ja, da auch. Und danach kannst du den Käfig noch säubern. Also wir lassen Dakota so lange arbeiten, wie sie arbeiten möchte. Sie ist ja sehr ehrgeizig und das ist ja auch Sinn und Zweck dieses Let's Plays, dass sie halt eben so ehrgeizig sind. Deswegen würde ich das auch so lassen. So, den machen wir jetzt mal weg, den Waschkorb, weil sie den eh nicht benutzen kann. Und dann wollte ich noch irgendwas machen. Was war denn das? Ach so, den Hamsterkäfig sauber machen. Wobei, das kann auch Ophelia machen, dann kriegt sie nämlich auch wieder Punkte. Du machst jetzt mal ein bisschen was für dich, Girl. Du machst jetzt Yoga, komm. Das tut dir gut. Uff. Zweier-Schülerin, Einser-Schüler. Schülerin der Mittelstufe B. Und Schülerin der Mittelstufe C, okay. Wessen Glas steht hier? Elektra. Gut. Hat sie ihr Taschengeld einfach mal in die Mitte vom Raum gestellt. Gut, Elektra. Da steht's natürlich gut. Oh mein Gott, Tina kommt zu Besuch. Wie cool. Ja. Tina hat Elektra Tina mitgebracht zu Besuch. Wie schön. So, du räumst mal auf.
reparierst die Toilette, wischst den Boden. Das sind alles Extrapunkte, das ist super. Aufräumen. Und da kannst du auch leeren. Bibi, warte mal, wo ist denn Tina? Wo ist denn Tina jetzt? Ah, gut. Oh Gott, Elektra muss unbedingt duschen, die stinkt ja bis zum Himmel. Ah, da oben ist Tina. Tina, Bibi und Tina gucken sich jetzt das Zimmer an. Oh, Dad! Dad hat sie gefragt, wann sie zum Geburtstag kommt. Ihr habt ja echt ein schönes Haus. Komm, ich helfe dir ein bisschen. Nein, alles gut, ich mach das schon. Danke dir, Tina, du musst hier nicht helfen. Ah, doch, komm. Damit geht's doch schneller. Mach Sport, wenn du aggressiv bist. Boah, jetzt wird's gerade ein bisschen stressig, ey. Esther, Hallöchen. Sei nett. Genau, Tina ist nur zu Besuch gerade. Tina ist nämlich aus irgendeinem Grund mit Elektra befreundet. Die sind wohl in der gleichen Schule. Und die haben sich angefreundet. Und Tina ist jetzt gerade von der Schule mit dem Schulbus mitgekommen, um um Bibi zu besuchen. Ja, die hat ein paar Tage frei wohl und wollte mal Bibi besuchen. Genau, so irgendwie. Ja. Leonie, Hallöchen. Also nur zum Besuch sozusagen. Okay, sie hat ihr eines Abzeichen bekommen. Das ist ja perfekt. Das kann sie sich direkt mal abholen. Bürgerpflichtabzeichen. Oh, Ophelia hat morgen einen großen Test vor sich. Jacob! Vorbeikommen, das geht nicht, Jacob. Du kannst nicht vorbeikommen. Was denken Mom und Dad davon? Naja. Okay, ihr Lieben, wir speichern einmal. Das Haus mit einem wilden Haufen Teenager ist schon ziemlich wild. Wir werden jetzt die Seasons Gold Digger spielen, die ist auch anders wild. Und werden den Part jetzt an der Stelle beenden. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Wir haben heute richtig viel geschafft. Wir werden im nächsten Part auch mal mit in die Highschool gehen. Da werden wir Elektra ein bisschen begleiten in ihrem Alltag. Mal gucken, wen sie so in ihrer Klasse cool findet vielleicht. Vielleicht gibt es da auch schon so einen kleinen Schwarm, den sie toll findet. Und einfach super süß, dass Phoenix und Bibi näher gekommen sind sich, ne, dass die sich ein bisschen unterhalten haben. Ist natürlich auch süß von den beiden, dass sie da gerade so ein bisschen anbandeln. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich als Thumbnail mache, ob ich Bibi und Phoenix als Thumbnail mache, weil die sich jetzt näher gekommen sind, weil Bibi bei uns eingezogen ist, oder ob ich jetzt Elektra als Thumbnail mache, die so toll an ihrem Verkaufsstand steht. Ich weiß es einfach nicht. Muss ich mal gucken. Vielen Dank an alle, die bei YouTube zugeschaut haben. Gerne bis zum nächsten Part. Schreibt mir wie immer eure Ideen in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Aber wenn die auf eine Schule gehen, müsste doch... Ach, egal, dann ist Sims. Ja, also... Nee, verstehe ich nicht, Mini. Wie meinst du? Also Elektra und Tina. Tina hat ja keine magischen Kräfte und Elektra ja auch nicht. Deswegen gehen die auf die gleiche Schule. Und Phoenix und Bibi gehen auf eine Schule. So ist der Plan zumindest. Und deswegen konnte Elektra jetzt Bibi mitnehmen. Die sind zwar nicht gleich alt, aber die gehen in die gleiche Schule und haben irgendwie einen Kurs zusammen und haben sich da angefreundet. Sivorka, Hallöchen. Ja. Macht das keinen Sinn? Weil eigentlich schon, oder? Oder bin ich jetzt verwirrt? Macht doch Sinn. Weil dann, und die sind halt, die kommen halt aus zwei unterschiedlichen Richtungen. Und dieses Austauschjahr, das heißt ja nicht, dass sie in einem anderen Land leben muss. Das soll ja wirklich die Bindung zwischen den beiden Let's Plays stärken. Und die wohnen jetzt irgendwie 2 oder 3 Stunden entfernt voneinander. Wir haben jetzt hier kein Ausland, keine Auslandssituation. Das ist wie Deutschland und London oder so. Es ist, nee, wobei, das ist zu weit. Es ist nicht so weit weg, okay? Okay. Vielen Dank an alle bei YouTube. Auf Wiedersehen und tschüssli, ihr Lieben. Bye.